Ja, Leute, was soll ich sagen? Start ist wieder bodenlos. Wir haben United, müssen wir auch spielen. Gegen United gehen wir auch rein. Guardiola mittlerweile auf eine 90 hoch. Komm, wir probieren mal ohne Hummels. Aber ich glaube, das wird keinen Unterschied machen. Die haben Kimmich, die haben Mejbri, McTominay, Rashford, also noch viele der eigenen Talente auf jeden Fall. So, außer Kimmich natürlich. Wir gehen rein gegen United, komm. Das Team ist halt geisteskrank, nur kann ich halt nichts machen, wenn die Simulation uns halt hops nimmt leider, ne? Wir haben jetzt schon wieder 3 Spiele in der Premier League oder so verloren, direkt zu Anfang. Also, wenn uns die Simulation nicht gönnt, dann müssen wir halt eben selber ran. Super gemacht von Frimpong. Zieh in die Mitte. Warte, bis Sesko kreuzt. Super Pass, Sesko. Ecke. Komm, Benjamin, einmal in deinem Leben. Der ist gut. Sesko. Ah, grün getimt, aber reicht leider nicht. Ja, super. Es ist halt wie immer, wir kommen halt gut rein, ne? Aber das heißt halt leider nicht so viel. Eng. Zieht da 3 Spieler auf sich. Sesko. Das war Handspiel von Fofana. So, Sesko. Oder nee, es ist eng. Zweite Reihe, eng. Und er ist drin. Was ein Tor. Was ein Tor von Jakob Eng. Ich sag's immer wieder, wir müssen einfach öfter mit ihm schießen. Er hat halt, glaube ich, die besten Fernschüsse im Team. Geisteskrankes Tor. Ich glaube, so eine Simulation werden keine Freunde mehr. Nee, sind wir sowieso nicht. Ich finde, die Simulation ist halt auch richtig schlecht gecodet in FIFA, leider. Kommt halt viel auf den Keeper an, wenn du gefühlt jetzt 51er im Team hast, wie jetzt Mats Hummels, habe ich auch das Gefühl, dass das übel kaputt macht. Pimpong auch nicht, Tonali schon, das war Handspiel, deswegen läuft es weiter. Schade, dass da der Vorteil abgelaufen ist. Sehr, sehr lieb von dir. Wir haben auch Hernandez in der IFA. Und Frimpong, Körper rein, mein Sohn. Oh, da wollte ich verbrücken. Ah, hält gut. Situation noch nicht geklärt. Jetzt ist es geklärt, Tonali, super abgefangen. Wieder Bellingham. Und der mit einem, also wie kann man einen 2-Meter-Pass nicht an den Mann bringen, Jude? Das weiß ich nicht. Du hast eine 91. Wie kann das sein? Super Ball von Simmons. Kontakt von Jakob Eng ist top. Pass auch. Wir müssen warten, bis jemand nachrückt, aber schwierig dagegen 3-4 sich durchzusetzen, ehrlich gesagt. Jetzt haben wir mal Überzahl. Zumindest auf der rechten Seite. Das macht Sesko super. Eng. Wird aber nach außen gedrängt. Ja, da wollte ich die Flanke hinhaben, Jakob. Da wollte ich die Flanke hinhaben. Wenn du in FC 24 einen Modus hinzufügen könntest, egal wie unrealistisch er auch wäre, welcher wäre es? Einfach Online-Koop. Also, dass du quasi, oder nicht nur Koop, weil Koop ist ja zu zweit, sondern dass du einfach Karrieren, wie bei beim Football-Manager, mit ganz vielen Leuten spielen kannst. Das heißt, du kannst quasi eine Liga bauen, zum Beispiel die Bundesliga, und jeder übernimmt einfach ein Team. Dann übernehme ich Bochum, Danny übernimmt Heidenheim, dann Chris übernimmt... Warte. Gott, wo geht der denn? Chris Lesches übernimmt Darmstadt und... Weiß ich nicht, irgendwer anders übernimmt dann Stuttgart. Und dann sind wir einfach alle zusammen in derselben Liga, spielen halt nach und nach gegen die Teams. Und wenn man gegeneinander spielen muss, spielt man halt gegeneinander. Das ist doch übertrieben geil. Man kann Transfers machen, sich gegenseitig Leute abkaufen, Transfers und dann intercepten. Das wäre halt so cool. Da könnte man so eine geile YouTube-Serie mitmachen mit so 4, 5 anderen Creatoren, die alle irgendwie einen Absteigerverein quasi übernehmen und den dann zum Ruhm führen wollen. Alle gegeneinander. Ist doch einfach nur geil. Kannst du mal all deine Trikots zeigen? Ich werde, glaube ich, früher oder später, wenn ich jetzt mal mir auch wieder ein paar wieder neue geholt habe. Oh no. No, 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 no. Super gemacht von Dietze. Aber Ball ist direkt wieder weg. Sekunde, ich antworte gleich. Verbrungen. Dann werde ich mal ein Video machen, wo ich meine Sammlung auf YouTube zeige. Ich habe das schon mal gemacht. Auf TikTok ist schon ein bisschen länger her. Aber da können wir mal gerne so ein Trikot-Walkthrough machen. Da sehe ich mich eigentlich. Habe ich den? Den habe ich. Super gemacht. Bellingham. Oh, was ist Bellingham? Was sind das für Pässe, mein Sohn? Ja, Kiss, verbrücken. Das war auch risky, aber der Bart, der kann es halt. Dem vertraue ich da auch. Vorhin zum ersten Mal den Podcast gehört. Sehr unterhaltsam, gerne mehr. Das freut mich sehr. Jede Woche 2 Folgen. Ja, Kiss über außen. Flanke geht ins Nirvana. Da versucht Eng den Fallrückzieher. Ja, gut. Ich meine, solange wir vorne sind, ist auch alles cool. Aber früher oder später wird United nochmal kommen. Über Enciso. Guardiol. Legendengrätsche. Aber wo war das denn ein Foul? Ich habe doch den Ball vorher gespielt. Egal. Gefährliche Position. Da ist irgendwie keiner. Konter. 2-1. Bellingham. Ja, Nusa. Der Ball ist gut, aber nicht gut genug.
Ufofana Misstep. Schönes Ding. Bei Nemeth ist viel Platz. Sesko. Bruder. Oh, der kommt nicht an. Egal, Eng hat ihn noch. Sesko. Benjamin, Junge, wie du da den Körper reinstellst. 2-0, schönes Ding. Da sind wir doch da. Bellingham. Jetzt macht halt United komplett auf. Das sieht man richtig. Hinten ist auch viel Platz. Flanke ist gut. Verteidigung ist besser. Wir werden mal durchwechseln eine Runde, dass alle noch ein bisschen Spielzeit bekommen. Morton auf jeden Fall kommt nochmal rein für Tonali. Reece James für Frimpong. Marget auch ganz, ganz wichtig auf der rechten Seite. Soboslai für Xavi Simmons. Wie viel darf ich wechseln? Kann ich noch Sesko auswechseln? Geht auch noch. Dann machen wir das doch. Starkes Ding. Simmons. Kopf eng. Der Ball kommt durch. Und er ist drin. 1-0. Bellingham macht den Sack zu. Gegen seinen Ex-Verein. Wir sind auf der sicheren Seite. Rashford, Nusa, ja. Marget mittlerweile, komm. Spicy. Marget, dieser Trick ist einfach so OP, deswegen werde ich den noch nicht so oft machen. Wir versuchen mal von hier zu schießen. Weil das Ding eh gelaufen ist. Nochmal Nusa, diesmal ist Kerkis da. Bellingham aus der zweiten Reihe. Und das Ding ist durch. 3-0 gegen United. Sehr, sehr souveräner Sieg. Nehme ich auf jeden Fall mit. So, dann haben wir Chelsea im Carabao Cup als nächstes. Das werden wir auf jeden Fall simulieren, weil Cup ist mir nicht so wichtig. Dementsprechend können wir auch rotieren. Malik Chow spielt eine Runde. Morton nochmal für Tonali. Soboslai von Anfang an. Ihr erinnert euch, Verletzungen sind auch wichtig. Oder das ist wichtig, aber die Vorbeugung dagegen ist wichtig. Jetzt mit einer Fünferkette. Gucken wir mal, ob wir die weghauen können. Können wir 1-0 und Guardiol macht das Tor. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Dann haben wir Brighton. Auch das wird simuliert. Diesmal mit der besten Elf. Premier League müssen wir einfach Punkte mitnehmen. Das meine ich halt. Nusa verschießt den Elfer. Wir haben nur 90er im Team. Wie gewinnen wir das nicht? Ganz ehrlich, Leute. Ich möchte jetzt auch nicht gegen Gala und so spielen. Ne? Ich will das eigentlich alles durchsimulieren. Kann doch nicht sein, dass wir hier halt mit dem Team halt Probleme haben. Leute, erklärt es mir bitte. Ich glaube wirklich, es liegt an Hummels. Und ich glaube wirklich, es liegt auch an Davy Selke und Co. Ich weiß, wie soll ich denn diese Karriere spielen, wenn die Simulation so gecodet ist? Weil wie kann man denn Saison nach Saison nach Saison mit so einem Team in der Champions League nicht weiterkommen? In der Simulation. Ich kann halt nicht alles selber spielen. So viel Zeit habe ich halt nicht. Ich glaube, wir müssen halt Selke und Mullen verkaufen. Weil ich kann mir vorstellen, dass die das runterziehen. Hummels ist eine Legende, der wird niemals verkauft. Aber das kann doch nicht sein. Also es kann doch wirklich nicht sein. Das tut mir weh. Liam Mullen. Sein Vertrag läuft sowieso aus. Ach, jetzt habe ich auf die Verhandlung geklickt. Du kannst ihn nicht verkaufen, ja, aber das Ding ist, wir werden uns die Karriere halt nicht zu Ende kriegen, so. Weil ich kann halt nicht jedes Champions League-Spiel selber spielen, dann muss ich 14 Spiele spielen, dann sind wir noch so lange dran, dann ist EAFC schon lange draußen. Also Liam Mullen wird Vertrag jetzt erstmal aufgelöst. Und Davy Selke eigentlich auch, oder? Oh, das tut aber weh, nicht Davy. Aber ich glaube, wir müssen es machen. Ich glaube, wir müssen es wirklich machen, wegen der Simulation. Weil anders kann ich mir nicht erklären, warum wir so krank verkacken immer. Ich glaube, wir lösen Selke auch auf. Hummels bleibt, den werde ich niemals auflösen, wenn wir es dann nicht schaffen, deswegen, dann ist es halt so. Aber es ist einfach ultra dumm gemacht. Es ist auch nicht die Formation, das ist halt 4-2-3-1, halt eine Standardformation. Ich weiß es nicht, was ich machen soll, Leute. Ich weiß es nicht. Wir rotieren ein bisschen durch, dann spielen wir gegen die Blackburn Rovers. Also, come on, die Blackburn Rovers. Bitte. Da kenne ich keinen einzigen von in der Startelf. Die haben Morgalla. Okay, von 1860, den kenne ich. Aber ansonsten, wie knapp ist das bitte? Wie knapp? Jakob Eng hat die 94 mittlerweile. Was soll ich noch machen, Leute? Was soll ich noch machen? 96 Wochen, geht dann nochmal hoch. Dann Newcastle, auch das wird simuliert. Frimpong geht raus für Reece James, der nochmal auf eine 90 hochgegangen ist. Auch kein Plan, wie der nochmal in seinem hohen Alter das mitgemacht hat. Morton rein für Tonali und dann gib ihm hoffentlich auch einen Sieg gegen Newcastle. Haut die bitte weg. Ey, das kann nicht sein. Wir wollten Minjay holen, er macht 2 Tore gegen uns. Was soll ich machen? Ey, ganz ehrlich, dann haben wir Porto und wir haben 0 Punkte nach 2 Spielen der Champions League. Ich muss es jetzt spielen, sonst fliegen wir ja wieder raus. Also wir in Weiß gegen Porto in Blau-Weiß. Ich weiß halt, dass ich dieses Spiel jetzt mit 3-4-0 gewinnen werde einfach. Das ist halt so, weil Porto hat halt kein gutes Team. Was wollen die denn machen? Sesko läuft durch, ist einfach Money. Na gut, der war jetzt schlecht verarbeitet von ihm. Hier erstmal das erste Tor reingedrückt, das wäre so witzig jetzt. Gabriel Veron. Und da ist Guardiol, der aber den Ball sich wieder abjagen lässt. Aber eh vorher abseits. Bellingham. Auf Simmons. Oh, was eine Drehung. Ist das gut gespielt. Und auch noch durch die Beine. Sesko. Und der Pass ist unzureichend. Kriegt ihn aber wieder und macht ihn dann hoffentlich rein.
Macht er auch, Leute. Wir haben 0 Punkte. Wir brauchen jetzt endlich mal was. Und Sesko bringt uns das erste Tor. Super Pass von Nusa. Verlagert auf Sesko. Muss halt nur irgendwie an ihm vorbei. So auf jeden Fall nicht, denn das war auf jeden Fall kein Foul. Moin Alex, hast du schon Pläne für den EAFC-Release? Ja, 1-2 auf jeden Fall. Wir werden auf jeden Fall mal am Anfang in Ultimate Team zusammen reinschauen. Weil das machen wir eigentlich immer. Oder was heißt immer, aber das mache ich eigentlich immer. Boah, tritt daneben, Sesko. Interessant, dass das kein Foul war. Wollen wir uns das nochmal angucken? Ich weiß es nicht. Boah, schön, Fehler. Simmons. 2-0. Stark. Also wir werden uns Ultimate Team anschauen. Ich hatte überlegt, dass wir so eine Woche voller Streams irgendwie machen am Anfang. Wo wir in der Release-Woche, keine Ahnung, Montag bis Freitag irgendwie streamen, falls ich es zeitlich hinbekomme, weiß ich nicht. Muss ich halt auch schauen, dass das dann mit Video-Release und so auch alles passt. Wo wir dann irgendwie in die Karriere mal reinschauen, Spielerkarriere, aber vor allen Dingen auch in Ultimate Team, weil ich da Bock habe, mal zu gucken, wie das mit den Frauen alles werden wird und so. Und dass wir da auch ein, zwei Videos zu machen. Und das wäre so mein Plan für die Release-Woche. Danach wird es, glaube ich, wie immer eigentlich sein, ne? Dass wir werden eine lange Karriere am Anfang machen mit einem wahrscheinlich Bundesliga-Aufsteiger. Ich denke mal, Preußen Münster ist da interessant oder Unterhaching, genau. So ein Club. Wir werden eine Spielerkarriere langfristig machen. Wir werden Grabe United wieder machen, dann gegen Ende von FIFA. Also das grobe Gerüst bleibt, glaube ich, gleich. Aber ich habe auch Bock, mal nochmal ein paar neue Sachen auszuprobieren. Bellingham, Seitenwechsel. Kurz vor der Pause. Da ist viel Platz in der Mitte. Das muss eigentlich auch wieder ein Tor sein. Guck mal, wie schön das zu Ende gespielt ist. Sesko kann dann vollenden. 3-0 und fertig ist der Lachs. Ganz ehrlich, jetzt führen wir 3-0. Das können wir auch, glaube ich, fertig simulieren, oder? Als ob wir das jetzt noch verlieren. 4-0, Szoboszlai, fertig ist der Lachs. Dann haben wir Everton mit Broja vorne drin. Reece James wieder für Frimpong, denke ich. Ob wir die auch weghauen können, aber sollten wir eigentlich tun. 1-1. Vielen Dank, Simulation an dieser Stelle mal wieder. Dann haben wir Cheltenham Town im EFL Cup. Also Gott, come on. Da wird alles durchrotiert, was geht. Von mir aus kann da auch nochmal Hummels spielen. Da darf er nicht seine Karriere beenden. Szoboszlai, Dakim vorne drin. Die Cups sind uns, glaube ich, komplett egal. Margit spielt auf rechts. Und dann passt das eigentlich. 4-3 im Elfmeterschießen gegen Cheltenham Town. Na, moin. So, mittlerweile sind wir auf 6 oben in der Tabelle. Das ist zumindest relativ respektabel. Wir haben Southampton als nächstes. Auch das werde ich nicht selber spielen. Die haben ja ein absolut wildes Torwarttrikot. Das sehe ich ja jetzt erst. Da wird dann wieder Reece James spielen. Ansonsten bleibt, glaube ich, alles gleich. Simulation. Gehen wir rein. Bitte einen Sieg. Es kann nicht sein, FIFA. Was ist denn los? Meine Herren. Rückspiel Porto, Champions League. Ey, ganz ehrlich, bevor wir jetzt hier rausfliegen, wir gehen da auch wieder rein. Jedes Champions League-Spiel muss ich jetzt anscheinend selber spielen. Es kann doch nicht sein. Rein. So, Leute, Rückspiel Porto. Auch das wird, glaube ich, wieder eine relativ eindeutige Angelegenheit. Also lehnt euch zurück und genießt das Ganze. Passt es 1-0 durch Sesko. Auf der Linie geklärt. Ja, Sesko per Kopf. Also der Kopfbälle wollen einfach nicht reingehen. Dann vielleicht... Ja, per Schuss, aber es gibt die nächste Ecke. Also Porto hat halt wirklich keine Chance. Die werden einfach nur hinten reingedrängt. Sesko. Wieder daneben. Meine Herren. Sesko. Auf Simmons. Schöne Drehung. Versuch zum Außenriss. Und Marc Flecken im Tor bei Porto. Also dafür liebe ich halt wieder Karrieremodus auf der anderen Seite. Ne? Für solche Sachen, dass man die halt sehen kann. Einfach geil. Jakob Eng. Eng. Könnte man auch mal den Außenriss auspacken. Jakob Eng, der ist einfach ein Zauberfuß, Leute. Der ist einfach ein Zauberfuß. 1-0. Bellingham. Wechselt die Seite. Da läuft Eng. Den Ball nur so halb mitgenommen bekommt. Tonali, Sesko und der ist zu schwach. Sesko. Eng. Wartet auf den Run von Sesko. Der aber nicht kommt. Bellingham. Komm, Eng. Mach's nochmal. Außenriss. Oh, der wäre, glaube ich, ins Nirvana gegangen. Ah, im Hinterkopf versucht. Den haben wir noch. Was sind das hier für hohe Bananenbälle? Junge, was spielen wir hier? Volleyball oder was? Na gut. Arzno-Doy für Porto. Rätscht Frimpong seinen eigenen Mann um und der war gefährlich. Simmons. Sesko. Das ist ein Foul. Ja, auf jeden Fall. So. Endlich mal ein Freistoßmöglichkeit. Eigentlich bräuchte man hier den Linksfuß. Haben wir einen Linksfuß, der Freistöße kann? Guardiola hat 65. Das ist nicht so schlecht. Komm, Joschko. Joschko Guardiola, Freistoßgott. Er kommt eigentlich gut.
Unser Innenverteidiger, schönes Ding. Schönes Ding. Aber wir führen mittlerweile auch 2-0. Wir können uns echt relativ easy zurücklehnen. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Veron. Hört ja, glaube ich, im Hintergrund auch die ganze Zeit meinen Dings, ne? Mein WhatsApp. Schöner Ball. Kerkis fängt den super ab. Musa verliert den aber sofort wieder. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt hier nochmal was anbrennen lassen, aber irgendwie will ich auch lieber 3-0 führen als 2-0. Es ist Porto, also was kann da eigentlich passieren? Super Pass auf Bellingham, Jude. Da ist Sesko, der muss jetzt nur noch an seinem Mann vorbei. Benjamin nimmt den rechten und den verhaut er komplett. Ich glaube, jetzt kriegen wir ihn. Sesko wäre eh wieder rot getimed gewesen. Volley. Haben wir. Bellingham zieht nochmal rauf. Ist es abseits? Das wäre abseits gewesen. Deswegen keine Chance. Haltet ihr das ja auch nicht vor. Ich sag halt nur, wenn was... Oh nein, nein, nein. Wer sitzt da auf dem Boden? Es ist Jude, es ist Jude. Bellingham, es ist ein Pflaster. Es ist aktuell nichts Ernstes, aber ein Pflaster könnte auch wieder ein gebrochener Zeh sein. Das ist genau die Position, wo wir halt nur einen haben, nämlich Morten. Ich meine, theoretisch könnte man auch einfach einen von den Boys hier da in die Mitte ziehen. Szoboszlai weiter zurück, das ginge auch. Simmons auch. Aber das ist nicht so gut. Oh, das habe ich, da habe ich gepennt. Muteanu und Verbruggen. Hält den super. Bellingham ist raus. Super abgefangen von Kerkis. Kerkis. Läuft natürlich wieder keiner mit. Sesko, das ist ein Foul. Das ist aber viel, viel fixer als sein Gegen. Ich hab doch nicht so feste gedrückt. Gelbe Karte für Santos. Super gemacht. Xavi Simmons. Schöne Bewegung, kommt aber nicht vorbei. Ey, immer wenn sich ein Spieler in so einem Spiel hinlegt, denke ich immer, er verletzt sich, ne? Das ist krank, ey, Kerkis ist so fix, ne? Oh no, oh no. Stark gemacht von Guardiol. Porto lässt den Ball ins Ausgehen, wir werden mal ein bisschen durch. Eng auch verletzt. Ey, das kann doch nicht sein, jetzt kommt wieder alles. Und das ist auch noch unser bester Spieler vom Rating her. Ich meine, wir haben adäquaten Ersatz mit Margit. Bring auch mal Reece James. Ich hoffe, dass bitte keiner von denen jetzt wieder 3 Monate raus ist mit C. Sesko, ja. Dribbelt sich mal selbst auf außen durch. Oh, das ist ein Foul. Aber nicht von mir anscheinend. Oh, das ist ein super Pass. Das ist ein sehr, sehr guter Pass. Guardiol ist da. Easy, den Passweg zugestellt, Leute. So muss man das machen. Tonali vertändelt wieder den Ball. Aber jetzt, 2 Tore werden eh nicht mehr fallen. Aber irgendwie ist es auch nicht so souverän jetzt gegen Porto, wie ich es gerne hätte, ey. Die 50-mäßig, weil ich komme mal aus der Stadt. Ich liebe die Stadt. Ist einfach ein geiler Club. So, Morten. 2 gegen 1. Aber es läuft wieder keiner mit. Das kennen wir. Nimmt Margit mit. Warten wir auf Sesko. Boah, was eine Klärungsaktion von Joao Marcelo. Das war ja absolut geisteskrank. Weltklasse, könnte man sagen. Der passt allerdings nicht. Den holt sich aber Marc Flecken im Porto-Tor. Szoboszlai nochmal. Wird aber abgepfiffen. 2-0. Nächsten 3 Punkte in der CL sind auf dem Konto. Köln auf die 1. Ey, gehe ich mit. Also, wenn du mich jetzt fragst, lieber Bayernmeister oder lieber Kölnmeister, dann würde ich natürlich Köln nehmen, auch wenn ich zwar Bayern-Fan bin, aber ich fände es so geil, wenn Köln Meister werden würde. Das wäre geisteskrank.